Willkommen zurück zu einem neuen Part von Bioshock 1. Letzter Part war ich mad. Warum denn? Hab doch gar nichts gemacht. Aua! Nicht so geil. Hört mal auf, hör mal zu mir. So, weg mit dir. Mal hier mal anzünden, diese bösen Buben. Wo seid ihr denn? Ist das schön? Was ist schön? Wo bist du denn hin? Ah, oh, die hat sich geheilt! Die hat sich geheilt! Welch eine Perversion! Ah, oh, ich vergesse immer, dass die sich ja in die Luft sprengen. Irgendetwas Typen. Ach Gottes Willen. Ah, so kommen wir unten dran. Sehr schön. Dieses blöde Headset-Kabel. Jetzt bleib mal dort, wo ich dich das letzte Mal immer gehabt habe. Bleib mich immer am Stuhl hängen. Oh. Hammer Kerl. Und T. Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Verzeih mir, Vater! Ich werde dir gehorchen! Ich tue, was du sagst! Was ist das? Weg mit dir! Bumm! Zack, zack! Dankeschön! Okay. Schießt ihr euch gegenseitig wieder in die Luft, oder? Gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes finden. Ah, da hat sich der Splicer geheilt vorher. Seht ihr? Das, was wir können, können die leider auch. Heute haben wir auch was gegen die Big Daddies, nämlich ein Raketenwerfer. Zack! Kai, oben. Lutz und Söhne und mein Headset-Kabel. Ist auch da am Start. Der möchte auch mitspielen. Ich spüre das. Ich hole mir einen Freund. Leg sie dahin, wo ich sie sehe. Hilf mir! Oh, Big Daddy! Oh, die machen mir böse Aua! Mach ich sie kaputt! Mach sie kaputt! Mach sie kaputt! Oh, schöner! Guter Mann! Gut gemacht! Der macht mir Aua! Aua, Big Daddy! Bumm! Mach sie kaputt! Dankeschön! Ist aber ein netter Kerl. Netter Big Daddy. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Er erkennt mich zwar nicht für immer als... Er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Oh. Glücklicherweise hatte er sie noch. Aua! Aua! Noch ein Tonband haben wir gefunden. Jetzt Sullivan! Ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy Harker. Ey, danke, mein Freund! Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen, oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 5380. Ah, okay. Jo, okay. Haben wir hier noch was? Mascha, Liebling. Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du hast gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Ah, das kann ich gar nicht so machen. Ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest,
Komm zu uns in Zweiting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. Frag mich, wo der Big Daddy hingegangen ist. Hat er sich unsichtbar gemacht? Oh, der klopft da an. Klopf, klopf, Zeugen Jehovas, würde gerne mit Ihnen über Gott und die Welt sprechen, wenn das in Ordnung wäre. Okay. Kontaktminen haben wir hier. Die kommen hier oben durch. Dann wollen wir mal zur Tat schreiten. Wollen wir es nochmal probieren? Die Personen im G können wir uns eigentlich nichts davon kaufen. Jo, nicht. Mit Schrot können wir uns eigentlich viel davon kaufen. Und mit ihm. Aber wir haben halt kein. Aber der hat schon ein bisschen. Oh, wir haben wieder eine Eve-Spritze. Nice. Okay. Müssen schauen, dass wir uns hinter irgendwas verstecken können. Wir lassen ihn mal etwas weiter vorlaufen und dann setze ich eine Kontaktmine hinter ihn und dann. Dann. Werden wir Spaß haben zusammen. Genau. So. Dann geben wir ihm dann einen freundlichen Schuss ins Popo. Bumm! Bumm! Verdammt! Bumm! Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, bumm, du kriegst mich nicht. Aua, der war nicht schlecht. 1:0 für dich, mein Freund. Bumm, badam, reload, reload. Bumm, 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 bumm. Ha, der ging doch schon mal viel besser. Du wirst gerettet. Viel Spaß. Hui. Ich bin nämlich ein guter Spieler. Es gibt nur ein Spiel, wo ich dann böse sein werde, aber das ist ein. Das ist ein nicht ein Rätsel, das ist noch geheim, welches Projekt. Zack, und wir haben schon mal wieder fast die ganze Munition verplempert für nur ein. Hey, das war aber nicht sehr freundlich von dir. Ruhe da. Er hat ein Brot gehabt. Brot und Schuss. Zack. Oh, geil. So. Okay, hier ist eine Kamera. Ist ein Tonband. Tonband! Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Sorry, es leckt ein bisschen. Eigentlich könnte ich mir die Kamera auch so vom Leibe halten, einfach indem ich es, wenn sie wegguckt, nehme. So. So. Jo, es leckt ein bisschen, das tut mir echt leid. Ha, ich muss brauche natürlich panzerbrechende Kugeln. Sehr schön. Weiß, Ryan, dass du nicht sehr erfreut bist, wenn ich deine Einrichtungen kaputt mache. Aber sie sind mir halt im Weg. Ich muss sie halt kaputt machen. Oh, Splittergranaten. Forschungskamera. Ich glaube, man sieht aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe. Kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. So,
Nerv mich später. Wow! Da ist dann noch eine. Wow, ey, was ist denn hier los? Autsch. So. So, die wegmachen. So, kaputt. Echt nicht mehr schön hier. Oh, Big Daddy. Ionischer Schrot. Oh jo, so geil. Sehr schön. Du gibst sicher noch MG-Munition. Zwei Möglichkeiten. Ich möchte mir das aber gerne noch schnell anschauen. Oh ne, nicht Arcania mehr. Lo, ich möchte ja nichts saufen. Zack. Hab mal wieder meine ganzen Verbandskästen gebraucht, weil ich irgendwie ein bisschen von meinem Skill in diesem Spiel verloren habe. Sind nicht das Waschbecken, ich möchte die E-Spritze haben und Bandagen. Und mein Headset-Kabel ist mal wieder so weit, so gut. So. Jo, gehen wir weiter. Ich will mal zuerst hier unten durch. So. Dankeschön. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, geil. Wir hängen jetzt also Leute und auf. Ein Tonband. So weit ist es mit wieder uns für euch. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Ankaufen ist meistens in der Regel. Oh geil. Antipersonenkugeln. Die Personenkugeln. Aber es sind nur drei. Kann man sich nichts von kaufen. Jo, gehen wir weiter. Back und rein geht's. So, hallo? Überall die Bibel. Das ist nicht so ein gutes Zeichen. Fanatisten sind nie eine gute Wahl, würde ich einfach mal meinen. Nicht auf den armen kleinen Silo schießen. Der ist nämlich ein ganz netter, hat man sich erzählt. Zählte man sich auch auf dem Männerklo. Jesus liebt mich, das weiß ist hier jemand? Ich weiß bitte. Der Bibel steht, er nimmt sich da. Kamera, fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegnertyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuche ein Foto von dem Splicer auf der anderen Seite der Scheibe zu machen, wobei du das Motiv zentriert. Fotos von den Spinnensplicern. Die brauche ich für meine Forschungen. Brauchst gar nicht anzufangen. Und das leckt. Forschungsbonus für Spicer. Erhöhter Schaden pro Spicer sind anfällig für Antipersonenmunition und Elektrizität. Aha. Ich befolge alle seine Gebote. Also. Kann man die ja nicht nochmal fotografieren? Kann man nochmal eigentlich was machen oder? Nee. Wurde schon fotografiert. Antipersonenkugeln. Hab ich das am Start? Hallo. Ja, gefällt's dir da drinnen? Oh, der brennt, ja. Was ist denn dein Problem? Was denn? Was leckt denn hier so? Ich bin einfach. Ja, mein Gatherers Garten gesprengt. Oh, da liegt aber ein Plasmid.
Sicherheitssender. Nerven diese verdammten Sicherheitskameras. Markieren Sie Ihre Feinde mit unserem photoelektrischen Insekten und schon sind die Kameras und Geschütze Ihre besten Freunde. Holen Sie sich Security Bullseye noch heute. Möchte ich aber im Genbank einlagern. Aber ich werde es jetzt nicht machen, denn brauche ich nicht. Ich nehme einfach einen wohlzentrierten Headshot. Sich das erledigt. Seht ihr? Genau so funktioniert das. Nicht anders und nicht mehr. Weg mit dem. Sehr schön. Haben wir auch kaputt gemacht, gesammelter Film. Was möchte man mehr? Verdammt, komme ich da jetzt nicht mehr rüber oder was? Zu dem Big Daddy. Oh, verdammte Scheiße. Nicht, ich hab's wieder vergeigt mit dem Big Daddy. Naja, aber das war's heute für BioShock 1. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Auf Wiedersehen.